Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Todesfalle Rauch. Rauchwarnmelder sind Pflicht. Aber erst 50% der Menschen haben ihn zu Hause angebracht. Wir sagen Ihnen, wo er hingehört und wie hoch die Bußgelder sind, wenn Sie den Lebensretter nicht anbringen. Und Bausünde Schwarzarbeit. Die Baubranche boomt und mit ihr die Schwarzarbeit. Die Behörden schlagen Alarm. Es gibt 4-mal so viele Verfahren wie im letzten Jahr. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Derzeit wird in Deutschland so viel gebaut wie noch nie und das Thema Schwarzarbeit ist aktueller denn je. Doch Schwarzarbeit ist alles andere als ein Kavaliersdelikt und die Strafen sind auch im privaten Bereich wirklich hoch. Doch wo hört der Freundschaftsdienst auf und wo beginnt die Schwarzarbeit? Das klären wir heute mit einer Expertin vom Zoll in Friedrichshafen hier bei Bauen und Wohnen. Starten wollen wir jedoch mit einem ganz anderen Thema. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie liegen nachts im Bett und schlafen, ein Feuer bricht aus. Weil Ihre Instinkte abgeschaltet sind, bekommen Sie von all dem nichts mit. Seit Anfang vergangenen Jahres sollen in Deutschland alle Wohnungen und Häuser mit sogenannten Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Jetzt haben Experten festgestellt, dass bei über 50% der Wohnungen und Häuser noch keine Geräte installiert sind. Nun stellt sich die große Frage, wer haftet, wenn Personen zu Schaden kommen oder zahlt die Versicherung im Schadensfall? David Reimann ist diesen weitreichenden Fragen nachgegangen. Jährlich sterben in Deutschland zwischen 400 und 600 Menschen an den Folgen von Wohnungs- oder Hausbränden. Die meisten davon aber nicht wegen der Flammen, sondern wegen der giftigen Rauchgase. Doch rund 50% der Menschen verzichtet nach wie vor auf die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder. Kleine Lebensretter. Also genau kann ich mir das auch nicht erklären. Ich gehe davon aus, dass es noch einfach eine mangelnde Information ist, dass der ein oder andere einfach noch nicht weiß, dass er diese Pflicht zu erfüllen hat. Bevor die Rauchwarnmelder aber angebracht werden, stellt sich die Frage, wo? Hier gilt laut Landesbauverordnung, Schlafzimmer und Gänge bzw. Rettungswege müssen mit mindestens einem Gerät ausgestattet sein. Grundsätzlich gilt, in gemieteten Wohnungen und Häusern ist der Vermieter für die Installation der Rauchwarnmelder zuständig. Im Eigenheim der Bauherr. Etwas anders sieht es bei der Wartung der Geräte aus. Grundsätzlich ist es so, dass der Nutzer, das heißt derjenige, der in der Wohnung lebt, sei es der Mieter oder der selbstnutzende Eigentümer, für die sogenannte Sicherstellung der Betriebsbereitschaft verantwortlich ist. In Baden-Württemberg haben wir die Besonderheit, und dafür haben wir gekämpft, dass der Eigentümer diese Verpflichtung an sich ziehen kann. Das heißt, er ist dafür verantwortlich. Das hat den Vorteil, dass er eben einmal im Jahr diese Wartung sicherstellen kann und auch eben nachweisen kann gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und auch Versicherungen, weil er die Dokumentation dann hat, dass er diese Maßnahmen innerhalb eines Jahres durchgeführt hat. Anders sieht es bei der Kontrolle der Rauchwarnmelder aus. Von offizieller Stelle werden Rauchwarnmelder nicht kontrolliert. Sollte eine Nichtanbringung aber festgestellt werden, dann ist das ein Verstoß gegen die Landesbauordnung. Doch wie sind die Strafen, wenn keine Rauchwarnmelder installiert sind und es beim Brand zu Personen- oder Sachschäden kommt? Zunächst ist es so, dass von staatlicher Seite keine Strafe verhängt wird, weil der Rauchwarnmelder nicht vorhanden war. Unabhängig davon kann man aber nicht sicher sein, dass nicht auch eine Versicherung hier auf den Eigentümer zukommt und wegen einer sogenannten Obliegenheitsverletzung eine Schadenminderung abgezogen wird. Das heißt, dass der Eigentümer nicht den gesamten Versicherungsbetrag bekommt. Darüber hinaus, und das ist der wesentliche Punkt für mich, wird immer bei einem Brand Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und natürlich hier bei einem Personenschaden vielleicht feststellen, dass kein Rauchwarnmelder vorhanden war. Und das ist natürlich auch kann strafrechtlich relevant sein. Unabhängig davon ist es aber auch natürlich eine große moralische Belastung, wenn der Eigentümer weiß, dass er hier nicht rechtlich korrekt gehandelt hat und dann gegebenenfalls auch durch die Medien gezogen wird. Das, denke ich, sollte man tunlichst vermeiden. Doch egal wie die Strafen auch sind, die Rauchwarnmelder dienen der eigenen Sicherheit und sind im weitesten Sinne nicht nur kleine Geräte, sondern ganz wichtige Lebensretter.
Wir sollen unsere Räume regelmäßig lüften, doch mit dem Lüften ist das so eine Sache. Lüften wir zu wenig, holen wir uns den Schimmel ins Haus. Lassen wir die Fenster gekippt und gehen weg, holen wir uns die Einbrecher ins Haus. Egal wie man es macht, irgendwie ist nichts optimal. Seit wenigen Monaten gibt es jetzt ein Fenster, das automatisch für genügend Frischluft sorgen soll. Sven Jachmann und Quirin Patzke haben das Fenster mal genauer unter die Lupe genommen. Rainer Mark ist Fensterbaumeister. Seinen Betrieb in Winterlingen führt er in dritter Generation. 1995 hat er den Meisterbetrieb von seinem Vater übernommen. Damit beim Heizen nicht so viel Wärme verloren geht, haben sich auch die Fenster verändert. Der höchste Standard ist eine Dreifach-Isolierverglasung. Nun bahnt sich ein weiterer Fortschritt an. Jetzt kommt das Fenster 4.0. Ja, dann kann man sagen, müsste eigentlich die nächste Stufe sein. Wird immer mehr ein Problem, jetzt die Lüftung irgendwie in Griff zu bekommen. Früher ging es durch die undichten Fenster eigentlich von selber und jetzt durch diese hochdämmenden und natürlich auch durch die Anschlüsse, die dann entsprechend dicht sind, muss man eigentlich die Lüftung im Auge behalten. Durch eine ausgeklügelte Technik ist regelmäßiges Fensteraufreißen und Stoßlüften bei diesen Fenstern nicht mehr nötig. Stattdessen muss nur über diesen Schalter die integrierte Lüftung angestellt werden. Frischluft wird von außen angesaugt. Das Fenster bleibt einfach geschlossen. Also wir haben im Fenster einen Wärmetauscher. Von außen wird frische Luft angesaugt. Diese erwärmt dann gleichzeitig die verbrauchte Luft im Innenraum. Also man hat auch relativ wenig Wärmeverlust. Und die Luft wird dann wiederum nach außen abgeführt. Weil die Schimmelgefahr gerade in topgedämmten Häusern sehr groß ist, rät der Fensterexperte, die Lüftung den ganzen Tag auf der niedrigsten Stufe laufen zu lassen. So bleibt die Raumluft angenehm frisch, Schimmel kann sich im Haus nicht bilden. Die Stromrechnung, verspricht er, wird das nicht weiter belasten. Sie soll nur 2 Cent pro Tag betragen. Zur Ausstattung des Lüftungssystems gehört auch ein Filter. Der ist ebenfalls im Fensterrahmen verbaut. Staubpartikel und insbesondere Pollen kommen so gar nicht erst ins Haus. Man braucht keinen Kundendienst, das kann eigentlich im Prinzip jeder Kunde selber vor Ort mit einfachen Mitteln austauschen. Genauso auch den Wärmetauscher kann man einmal im Jahr selber ausbauen und reinigen. Den Wärmetauscher reinigt man unter fließendem Wasser. Der Pollenfilter sollte einmal im Jahr gewechselt werden. Der Austausch ist relativ einfach. Die Kosten für dieses Fenster mit der eingebauten Lüftung liegen bei 1.700 Euro inklusive Montage. Und der Schimmel bleibt draußen. Schwarzarbeit ist ein heißes Thema und alles andere als ein Kavaliersdelikt. Schwarzarbeit ist nicht nur ein Problem auf dem Bau und in der Wirtschaft, sondern auch im privaten Bereich. Und die Strafen sind wirklich erheblich. Doch wo fängt Schwarzarbeit an und wo hört der Freundschaftsdienst auf? Das klären wir gleich hier bei Bauen und Wohnen. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Derzeit wird in Deutschland so viel gebaut wie selten zuvor. Natürlich, die niedrigen Zinsen laden dazu ein, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Schwarzarbeit ist aber nicht nur ein Problem auf dem Bau und in der Wirtschaft, sondern auch im privaten Bereich. Und Schwarzarbeit ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Dem Staat und der Allgemeinheit entsteht dadurch ein großer Schaden. Sven Jachmann mit einer ersten Einschätzung. Scheinselbstständigkeit, nicht gezahlte Sozialbeiträge, Facharbeiter aus Osteuropa. Kaum eine Nachricht über Schwarzarbeit kommt ohne diese Schlagworte aus. In der Bodenseeregion boomt die Schattenwirtschaft. Das jedenfalls belegt die Zahl der Bußgeldbescheide im vergangenen Jahr. Fast 83.000 Euro wurden fällig, viermal so viel wie im Jahr davor. Schwarzarbeit ist aber nicht nur ein Thema im Gewerbe. 80% der 3,6 Millionen Putzfrauen, die Wohnungen und Häuser reinigen, arbeiten schwarz. Doch ob nun die Putzfrau oder der Facharbeiter auf dem Bau, bei Schwarzarbeit gilt null Toleranz, da sind sich alle Parteien einig. Denn vom wirtschaftlichen Schaden sind alle Seiten betroffen. Der Sozialversicherung entgehen wichtige Einnahmen, die ehrlichen Unternehmen können mit der illegal handelnden Konkurrenz nicht mithalten und die betroffenen Arbeitnehmer sind nur mangelhaft versichert und erhalten nicht einmal den Mindestlohn. Kritik kommt von der IG
Bau. Sie fordert mehr Zöllner, um die Baustellen intensiver zu kontrollieren. Denn die Anzahl der kontrollierten Baustellen sei im letzten Jahr um 43% gesunken. Für die Bekämpfung der Schwarzarbeit in unserer Region ist das Hauptzollamt Ulm zuständig. Von der Ostalb bis zum Bodensee sind 720 Beamte an 4 Standorten tätig. Die Standorte zur Bekämpfung der Schwarzarbeit befinden sich in Aalen, Friedrichshafen, Pfullingen und Ulm. Und ich begrüße im Studio die Leiterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort Friedrichshafen, Frau Zollamtsrätin Silvia Weber. Herzlich willkommen. Hallo. Da bekommt man schon bei den ganzen Titeln, kommt man schon fast ins Umfallen. Oh, es geht noch. Hier wird im Beitrag gehört, es kommt die Kritik, es gibt zu wenig Kontrollen in Sachen Schwarzarbeit. Stimmt das so? In dem Sinne nicht. Also der Beitrag bezog sich ja jetzt nur auf Kontrollen in der Baubranche. Ja. Natürlich ist auch dazu gekommen, dass wir seit 1. Januar 2015 den flächendeckenden bundesweiten Mindestlohn haben. Mhm. Daraufhin mussten natürlich auch in Branchen, die vielleicht früher nicht so genau kontrolliert wurden, weil wir keine Lohnquote hatten, die wir hätten kontrollieren können, mussten natürlich in diesen neuen Branchen auch mehr Kontrollen durchgeführt werden. Wenn Sie jetzt irgendwo erscheinen, ist wahrscheinlich die Überraschung nicht gerade sehr positiv groß, wenn man sagt, oh, laufen die Leute davon? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Ja, also die Zeiten sind vorbei, dass die Leute vor uns davongelaufen sind. Manchmal passiert uns das noch in Gaststätten, dass da so manch ausländischer Koch oder Küchenhilfe dann doch durch die Hintertür verschwindet. Nur letztendlich, unser Fokus liegt eigentlich nicht auf dem kleinen Arbeitnehmer, weil der wird ja in der Regel vom Arbeitgeber selbst ausgebeutet, sondern es geht uns eigentlich darum, die Betrugsgeschichten auf Seiten des Arbeitgebers zu ermitteln. Zum Thema Arbeitgeber kommen wir noch, weil Privatmenschen werden auch ganz schnell zum Arbeitgeber. Jetzt, wenn man sagt, woher bekommen Sie Tipps? Rufen dann Leute an und sagen, ja, hier ist Tobias Baunach, mein Nachbar, der baut gerade um. Oder ich habe bei der in der Firma gearbeitet, da wird viel Schwarzarbeit gemacht. Woher bekommen Sie die Informationen? Ja, zum einen wirklich eben von Hinweisen aus der Bevölkerung. Zum einen ist es der neidische Nachbar, der sagt, wieso baut der jetzt schon wieder am Haus an oder wie kann der sich das leisten, schon wieder ein neues Auto zu fahren. Ja. Soweit ich weiß, bezieht der Leistungen von der Arbeitsagentur und geht aber jeden Morgen mit dem Blaumann aus dem Haus oder sowas. Das sind so die viel auch Neidgeschichten. Ja. Zum Teil auch immer wieder eine Quelle von Informationen für uns sind so verflossene Beziehungen. Okay. Also wenn es dann darum geht, dass Schwarzgeld gemacht wird, was dann eben so bei der Abrechnung des Unterhalts oder so dann... Wenn die Liebe geht und der Hass kommt, die Geldgier auftaucht. Genau. Also von daher, vorher war es sehr gut, was man dann eben als gemeinsames Paar von den illegalen Einnahmen gemeinsam profitiert hat, aber die werden dann halt am Schluss beim Versorgungsausgleich eben nicht berücksichtigt. Ja. Und das sind dann auch mal so Sachen, wenn man eben seinem Ex-Partner eine reinwürgen will quasi. Jetzt, wo fängt denn eigentlich Schwarzarbeit an und wo hört der Freundschaftsdienst auf? Wenn ich jetzt sage zum Beispiel zum Freund, kannst du mir helfen die nächsten 4 Wochen, ich will meine Wohnung neu renovieren, neue Böden, neue Tapete, bekommst dafür 200 Euro. Bin ich dann schon im Bereich der Schwarzarbeit? Im Prinzip ja. Also das ist, dass sobald Sie wirklich jemanden auffordern, gegen Arbeitsentgelt bei Ihnen tätig zu werden, sind Sie im Bereich der Schwarzarbeit. Ist das dann, dass ich sage, auch ein Kasten Bier oder ein Abendessen oder gegenseitig, das hilft? Also gegenseitig als Freundschaftsdienst und so weiter, denke ich mal, ist das nichts, was uns jetzt groß interessiert. Und da sind wir auch noch nicht im Bereich Schwarzarbeit. Aber wichtig ist halt, dass übersieht so manche auch mit Nachbarschaftshilfe, wenn die ganze Familie mithilft auf so Baustellen. Wichtig ist trotzdem, dass Sie an die Unfallversicherung denken. Das heißt genau? Also auch als privater Bauherr, auch für die mithelfenden Familienangehörigen, Freunde und so weiter, sollten Sie über die Berufsgenossenschaft eine Unfallversicherung abschließen. Da ist also mehr, die Berufsgenossenschaft hat eigene Prüfer, die auch schon mal speziell auch am Wochenende gerne unterwegs sind. Und es hilft Ihnen natürlich, schützt Sie davor, falls wirklich mal was passiert. Ja. Wie schnell ist jemand vom Gerüst gefallen, also beim Fliesenlegen irgendwie in den Finger geschnitten oder sowas? Ja, wenn ich jetzt noch hingehe und sage, wie hoch sind eigentlich die Strafen? Vorher noch eine Frage. Wenn ich jetzt sage, es ist nicht der Freund von mir, sondern es ist der Freund vom Freund und der arbeitet bei einem Handwerker und der hilft mir mal. Schwarzarbeit? Ja. Kurz und knapp, wie hoch sind denn die Strafen dann?
Weil ein Kavaliersdelikt habe ich ja, glaube ich, nicht mehr. Nee, in dem Sinne nicht. Also es wird zum einen gibt es eben den strafrechtlichen Bereich, aber es gibt eben auch den sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Sie werden zum Arbeitgeber für das, was Sie dann in bar an den Freund des Freundes und weiter für die Arbeit ausbezahlt haben, wird ein Bruttolohn hochgerechnet. Mhm. Davon werden Sozialversicherungsbeiträge berechnet, das sind etwa 40%. Okay. Die wird im Verwaltungsverfahren wird das die Sozialversicherung, die deutsche Rentenversicherung bei Ihnen anfordern. Mhm. Und auf der Basis gibt es dann ein Strafverfahren, Vorenthalten, Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Ich glaube, Sie haben gesagt, bis zu 5 Jahre Haft auch. Ja. Und wie viel? Das wird natürlich jetzt im Privathaushalt oder im Privaten jetzt für das erste Mal vergehen oder so, ist meistens keine Haft, das geht dann meistens über Geldstrafe, eine Anzahl von x von Tagessätzen, dann berechnet aufgrund Ihres regelmäßigen Einkommens. Frau Weber, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Ich glaube, man könnte mit Ihnen noch Stunden sprechen, dann merkt man, da fließt das Leben und die ganze Erfahrung in das Gespräch ein. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, und bei uns geht es jetzt mit einem leichten Thema weiter. Und zwar konnten wir in den letzten Wochen den Garten so richtig genießen. Und damit Sie das auch weiterhin tun können, geben unsere Experten Ihnen jetzt die besten Tipps. Und wenn Sie zu Hause Ihren Garten auf Vordermann bringen wollen und es nicht alleine können und Sie haben einen Gärtner, denken Sie aber daran, melden Sie ihn unbedingt an. Gartentipp Nummer 1 unserer Expertin. Wer jetzt zum Herbst beispielsweise Gräser oder Bambus einpflanzen möchte, darf die richtige Menge Wasser nicht vergessen. Also nicht nur einmal angießen, sondern am besten ist immer, wenn man ins Pflanzloch schon mal einen Eimer Wasser reinleert und das einsickern lässt, dass einfach auch die Umgebung vom Loch feucht wird. Und dann einfach die nächsten Wochen, wenn es so trocken ist und viel Wind, was wir im Moment haben, dann ist es einfach gut, wenn man jeden Tag wirklich richtig gießt. Gartentipp Nummer 2 unserer Expertin. Um Pflanzen optimal einzusetzen, braucht es die richtigen Geräte. Und es ist wirklich auch sinnvoll, da einmal Geld auszugeben und man hat, die sind dann wirklich langlebiger wie irgendwelche günstigen Produkte. Das merkt man schon. Gartentipp Nummer 3 unserer Expertin, jetzt schon an das nächste Frühjahr denken, dass Zwiebelpflanzen optimal wachsen. Die sind ab Mitte September erhältlich. Also was jetzt auch noch wichtig wäre für alle die im Frühjahr gerne viel Blüte im Garten haben wollen, dass man an die Zwiebelpflanzen denkt, die ja jetzt gepflanzt werden müssen, weil die einfach über den Winter im Boden liegen müssen, damit sie Frost kriegen für die Blüte im Frühjahr. Also das darf man nicht vergessen. Die kommen jetzt ab Mitte September. Also jeder, der Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Traubenhyazinthen, Ähnliches haben möchte, sollte die in den nächsten Wochen einfach einkaufen und dann auch bis ungefähr Mitte November gepflanzt haben, damit die in Ruhe Wurzeln bilden können und im Frühjahr dann eben auch mit schöner Blüte erfreuen. Mit den Gartentipps unserer Expertin brauchen Sie sich über Ihren Garten keine Sorgen mehr machen. Gleich greifen wir nochmals den Traum vom Pool im eigenen Garten auf. Zwar hat das Spaßbad, das wir Ihnen diesmal zeigen, nicht die Ausmaße von 8x3 Meter, aber es sorgt für ganz viel Wellnessvergnügen. Und ein Traum ist es außerdem, den Sie sich privat erfüllen können. Also, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wann waren Sie zuletzt im Whirlpool und haben eine Ganzkörpermassage genossen? Im letzten Urlaub oder vielleicht, als Sie den letzten Tag in der Therme verbracht haben? Vielleicht haben Sie sich das Wellnessvergnügen auch schon im eigenen Garten erfüllt. Den Traum davon hat sich Heike Moll aus Stockach auf jeden Fall gegönnt. Sven Jachmann und Quirin Patzke waren dabei, als der Whirlpool angeliefert wurde. Heike Moll wohnt mit ihrer Familie seit 2 Jahren hier. Sie sind gerade dabei, die Außenanlage ihres Hauses in Stockach neu anzulegen. Die Palme ist ein Geschenk von Freunden. Heute wird nun das i-Tüpfelchen geliefert. Schweres Gerät ist auf der abgesperrten Straße vor dem Haus aufgefahren. An diesem Haken hängt die neue Errungenschaft. Ein Außenwhirlpool, made in Germany, soll den Garten genau hier bereichern. Das war eigentlich reiner Zufall. Wir sind aus Neugierde zur Whirlpool World gefahren, haben uns die Dinge angeguckt und haben eine fantastische Beratung dort bekommen. Und dann waren wir Feuer und Flamme. Und jetzt musste das Ding her. Und jetzt freue ich mich auch, wie wild, dass es da ist. Kann es kaum erwarten, reinzusteigen. Der Pool passt locker in die zuvor ausgeschachtete Baugrube. In 24 Stunden ist er mit Wasser gefüllt und angenehm warm. Doch es geht Heike Moll nicht nur um den Badespaß allein. Der neue Außenwhirlpool hat auch einen medizinischen Auftrag.
nach der wirklich tolle Beratung habe ich jetzt auch hab das Gefühl, dass es mir gesundheitlich was bringt. Weil ich habe Rückenprobleme und da verspreche ich mir jetzt einiges davon, die doch auch mit zu lindern dadurch. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Mit dem Wellcare hat sie offenbar die ideale Wahl gegen ihre Rückenprobleme getroffen. Ottmar Knoll ist der Inhaber von Whirlpools World in Deislingen-Laufen. Sein Unternehmen baut seit über 7 Jahren diese Hightech-Pools und er erklärt, warum dieses Modell ein echtes Wellness-Erlebnis bietet. Jeder Whirlpool grundsätzlich ist zuerst einmal gut, um beispielsweise Stress abzubauen. Dieser Premium-Pool ist aber speziell auch dafür entwickelt als sogenannter Gesundheits-Whirlpool. Und die Hydrojets sind genau so angeordnet, dass sie genau da am Reaktionspunkt der muskulären Zonen ideal ihre Wirkung entfalten können. Und somit ist es natürlich ideal zur Linderung von Verspannungen, von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Aufgrund der 5 unterschiedlichen Sitz- und Liegemöglichkeiten. Jeder Sitz und jede Liege hat eine andere Funktion. Das heißt, wenn Sie auf jeder Liege und jedem Sitz einmal durch waren, jeweils ca. 5 Minuten, haben Sie sämtliche körpermuskulären Zonen als solches erreicht und somit alle Bereiche abgedeckt. Das Modell gehört mit 20.000 Euro zu den teuersten. Dafür hat es aber einiges zu bieten. Aroma-, Farb- und Klangtherapie sorgen für eine wohlige Tiefenentspannung. Für die musikalische Untermalung sind am Beckenrand Lautsprecher eingelassen. Zusätzlich kann das Wasser mit Sauerstoff angereichert werden. Luxuspflege für die Haut. Wichtig für möglichst langen Badespaß ist der richtige Standort. Idealerweise natürlich windgeschützt, ja, weil man will ihn ja ganzjährig auch entsprechend benutzen. Idealerweise auf der Sonnenseite oder zumindest auf einer Seite, wo mehr Sonne hinkommt. Es muss grundsätzlich eben stehen, ja, weil muss im Wasser sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ob nun eingelassen, also versenkt oder ganz normal auf der Terrasse, spielt dabei keine Rolle. Das ist eine Frage dessen, wie man es gestalterisch haben möchte. Bei der Wartung ist die Reinigung der Wasserfilter einmal die Woche das Wichtigste. Das Badewasser ist frei von Chlor und hält bis zu einem Dreivierteljahr, ohne dass es gewechselt werden muss. Und auch im Winter ist das Baden ein Genuss. Im Winter ist der Whirlpool ganz ideal. Wie kälter, wie schöner, weil Sie sind ja dann im warmen Whirlpoolwasser bei 39 Grad beispielsweise. Also gerade wenn es draußen 10 Grad minus hat, ja, und Sie liegen im warmen Wasser, was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Also die Nutzung vom Whirlpool ist ganzjährig. Ja. Im Sommer war ich einfach nur die Gradzahl runter. Also jetzt bei solch schönem Wetter wie jetzt im Moment, wenn es sehr heiß ist, dann fahre ich die Temperatur entsprechend runter. Dann ist es angenehm kühl. Oder wenn die Jahreszeit wieder etwas kälter ist, dann entsprechend wärmer. Aber noch ist der Wellnessbereich nicht fertig ausgebaut. Das Wichtigste ist zwar seit heute da, es fehlt aber noch das entsprechende Drumherum. Ja, da kommen so Kunststoffdielen hin, in Holzoptik, Farbe Anthrazit, passend zu allem anderen. Konnte man jetzt leider nicht vorher machen, weil das wird ja direkt an den Pool rangelegt. Also muss der zuerst rein. Hoffen wir, dass es bis Ende nächster Woche fertig ist. Okay, wird Sie aber wahrscheinlich nicht stören, Sie werden ihn vorher schon testen. Aber hallo, und wie ich den teste werde, ich werde eine Leiter reinstellen, weil ich bin zu klein, um so reinzukommen. So ein Whirlpool im Garten, das wäre jetzt natürlich genau das Richtige. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen viele schöne Tipps mit auf den Weg geben. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund. Und das sind unsere Themen in der nächsten Sendung. Silke Bentele hat uns gezeigt, was man aus einer Mandarinenkiste oder einem alten Bilderrahmen machen kann und wie sie Omas Nachttisch in ein kleines Schmuckstück verwandeln. Sowie Neuheit 3D. Großflächige Fliesen haben längst Einzug in Küchen und Bäder gehalten. Jetzt gibt es etwas Neues, die 3D-Fliese. Sie überzeugt mit tollen Struktureffekten, die Sie so noch nie gesehen haben. Bauen und Wohnen am Montag, 12. September um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.